Willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed. Ich bin Dr. Doodle und ich habe mal wieder mein Gamepad rausgekramt. Ich spiele heute mal wieder ein bisschen mit dem Gamepad weiter. Und ja, deswegen klicke ich jetzt auch mal auf Fortsetzen, beziehungsweise drücke meinen Pen dafür, weil ich die Steuerung ein bisschen geändert habe und die Beintaste, welche hier alles bestätigt, jetzt auf meinem Pen, auf dem linken Stick drücken liegt. Auch L3 genannt. Und ja. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung mit dem mit dem Gamepad. Aber es geht. So, Tutorial-Tante. Dann erzähle ich weiter. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstürzen. Ja. Ich habe vorhin nämlich schon mal ein bisschen den Multiplayer von Assassin's Creed Brotherhood angezockt. Und der hat mir ziemlich gut gefallen. Und jetzt, und da habe ich dann eben mit Gamepad gespielt. Und deswegen will ich jetzt hier auch mal ein bisschen mit dem Gamepad spielen. Ich hoffe mal, man hört das nicht zu doll, dass ich dass meine Sticks hier immer so klacken. Das, ja, so. Ah, es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, ich muss jetzt mal gucken. Hier ist Waffenhand, da ist Leer, da ist Bein, da ist Alarm. Okay. Nein, so. So, was wollten wir denn überhaupt machen? Wir wollten ein paar Bürger retten, glaube ich. Und da fangen wir gleich schon mal mit dem hier an. Und wie ging denn das zurück so? Will mir denn niemand helfen? Liebe Gehörigen gehängt, Bettler! Haltet ein, bitte! Ja, anscheinend bringt das auch nichts gegen die Framelags bzw. Frame-Einbrüche. Man hört ja nebenbei, der Sound geht weiter. Ich werde das jetzt ganz sicher einfach mal ein bisschen kontern. Hiermit ist auch das Kontern ein bisschen einfacher, weil man hiermit die Gegner leichter anvisiert bekommt. Glaube ich zumindest. Ich hatte mit der Tastatur immer so ein bisschen Probleme. Ich kann hier einfach den... Ach ja, so war das losreißen. Okay. So. Ja. So funktioniert es auch. Ja, der Ton läuft ja weiter, aber die das Visuelle anscheinend nicht. Weil er das Visuelle ein bisschen länger lädt als den Ton. Da sieht man es wieder, da hat man es gehört, der Ton lief weiter, während die Framerate eingebrochen ist. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ach, verdammt. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich habe nämlich Losreißen auf L1 und auffälligen Modus auf L2. Auf R2 und Losreißen auf R1. Beziehungsweise die lose Waffenhand. Ja, schon wieder. Anscheinend immer, wenn man jemanden tötet, braucht er eine Weile, um das zu kapieren. Ach ja, das war die falsche Hand. Okay, ich versuche das jetzt mal mit dem Schlitt und... So auch, das war der Griffbrecher. Okay, den einen hätten wir erwischt. Und da kommt aber auch gleich der nächste, der jetzt aber auch nicht sonderlich lange überlebt. Der beißt jetzt auch recht fix ins Gras. Und jetzt noch den. Okay, den haben wir jetzt, glaube ich, auch erledigt, oder? Fällt der nur um? Ne, der ist auch tot. Und auch der hier stirbt recht fix. Und
Oh, jetzt fängt auch die Heizung an zu wärmen. Ich hatte hier den ganzen Vormittag das Fenster auf. Und... Sie sagt nicht, was Sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in Ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ja. Ich habe nämlich die ganzen... Ich war heute mal wieder weg zum Einkaufen. Und... Ich bin da. Ich, Warum ist der so in Eile? Dann das Fenster offen gelassen, was ein bisschen blöd war. Und deswegen... Oh, Flagge. Und deswegen war es hier drin ein bisschen kalt und jetzt habe ich mal die Heizung angemacht und jetzt wird es mir hier gerade so ein bisschen warm auf der rechten Seite. Auf der linken noch nicht so, das ist ein bisschen blöd. Macht aber soweit nix. Und da setze ich... Ja, yeah. Okay. Ich packe einfach mal alle Elemente drauf, dann sehen wir hier auch die Verstecke und Wachen, glaube ich, sind das. Und damit lässt man los, okay. Und ich hüpfe jetzt hier mal rüber, wenn das möglich ist. Ja, das ist gut. Und hier sind doch schon deutlich weniger Wachen als drüben im Hafengebiet, habe ich das Gefühl. Also entweder haben wir jetzt schon alle umgelegt, oder aber es sind wirklich hier weniger Wachen stationiert. Er wird sich noch verletzen und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Da haben wir mal eben eine weitere Wache ausgeschaltet, schnell mit L2 und dann... Upsi. Das war jetzt nicht so gut, denn die Wache ist direkt vom Haus runtergefallen. Das wird, glaube ich, im zweiten Teil auch noch ein bisschen anders. Da kann man die Toten dann wegtragen. So, wir erwischen hier nochmal den. Und ich wechsle jetzt nochmal eben aufs Schwert. Stell dich seinem göttlichen Urteil! Das war jetzt nicht gut. Den hätte ich vielleicht auch noch fertig machen können. Oh, das war der Griffbrecher. Ah, verdammt. Okay, den hätten wir dann auch erwischt. Und ich mache das mal ein bisschen anders, glaube ich. Ich mache meinen Bildschirm mal auf etwas kleiner und dann gucke ich mal, ob dann die Frame-Lags weggehen. Nein, es funktioniert nicht. Schade eigentlich. Wäre sehr schön gewesen, das Ganze hier da nur dadurch etwas erleichtern zu können. Au. Okay, das könnte doch eine Spur härter werden als gedacht. Gut, daran merkt man auf jeden Fall, ob Leute tot sind oder nicht. Da hängt sich dann der Screen auf. Upsi. Nein. Ah. Griffbrecher. Das war ein schöner Kill eigentlich. Ja. Ich werde ihn dann nochmal zur Sicherheit ein bisschen in den... Ich hab doch Griffbrecher gemacht. Ich muss ja das Gamepad immer ein bisschen komisch halten beim Kämpfen, damit ich auch alle Tasten drücken kann, die ich drücken will. Ah, shit. Bin die Rache Gottes! Ich hab doch Kontern gedrückt. Erbärmlich! Ich bin viel besser, als du je sein wirst. Au. Gut, damit hätten wir den Kerl auch gekontert.
was ziemlich gut war, denn... Oh, wen haben wir denn hier umgelegt? Das war anscheinend auch jemand Wichtiges. Weiß ich jetzt nicht so genau, wer das war, aber gut. Wenn es uns einen vollen Lebensboost gewährt hat, finde ich das gar nicht mal so übel. War das der Letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Finde ich gut. Und nun haben wir noch 5 Minuten. Das sollte eigentlich noch für einen weiteren Bürger reichen. Denke ich mal. Wer kann sowas getan haben? Was? Wir waren es auf jeden Fall nicht. Wer hat diese Person umgebracht? Niemand. Verdammt nochmal. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Oh. Du wirst mir nicht entkommen! Ich weiß, dass du dich versteckst, glaube ich, ein Stück zu langsam dafür. Und wir legen hier nochmal eben die Wache um. Und müssen jetzt mal eben ein Versteck finden. Das funktionierte aber nicht so gut, denn wir wurden sofort wieder entdeckt. Und wir sind auch sofort wieder unerkannt. Was ziemlich gut ist, würde ich sogar mal sagen. So. Wie machen wir das am blödesten? Je te ferai trancher la main. Okay, wir haben einen erwischt. Dabei wurden wir aber auch gleich gesehen, glaube ich. Problem aus dem Weg. Verdammt. Okay, ich hoffe, den erwischen wir noch. Nein, den erwischen wir nicht mehr. Und wir sind natürlich auch mitten in die Crowd geraten hier. Das heißt, wir werden jetzt ziemlich Probleme bekommen, uns hier wieder rauszukämpfen. Und aufgrund des Zeitmangels muss ich hier mal ein bisschen aggressiver kämpfen. Okay, da hätten wir dann schon wieder einen Down. Wurf, einen Down. Okay, den hätten wir auch erwischt. Und da war gerade mal meine Kontertaste ein bisschen eingeklemmt. Beziehungsweise meine auffällige Modustaste. Und da hätten wir dann auch noch eine Woche umgenietet. Das ist jetzt so ein bisschen nervig, wenn dabei... Also einerseits ist es nervig, dass hierbei die ganzen Screen Freezes sind. Aber andererseits kann ich mal dann auch zurechtlegen, was ich als nächstes machen werde. Das ist auch ein bisschen von Vorteil. So, die Wache hätten wir dann auch umgelegt. Das war auch ein schöner Screen Freeze da mit dem blutigen Schwert. Da muss man mal drauf achten, das Schwert ist sehr blutig vorne. Und wenn wir gleich das Schwert wieder weggesteckt haben und es dann wieder ziehen, ist es wieder sauber. Glaube ich zumindest, das war irgendwie so. Mir fällt gerade auf, wie dreckig mein zweiter Rechner ist. Den habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Und der steht hier auch ohne Verkleidung rum. Weil der sonst viel zu warm laufen würde, weil das so ein uralt Windows XP ist. Und ja, der Rechner ist fast so alt wie ich. Und deswegen, den habe ich nur für 32-Bit-Versionen, die ich darauf vielleicht spielen würde. Und ich war am überlegen, ob ich mir da nicht Fraps und Order City draufziehe, um so, wo ist der Bürger, den wir retten sollten? Da. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja,
Der ist für Windows 32-Bit-Version und ich wollte mal gucken, ob ich da nicht vielleicht Fraps und Order City, mit denen ich ja aufnehme, raufziehe und dann mal ein paar kleine Specials von irgendwelchen Kinderspielen zu machen, die ich hier noch rumliegen habe. Die, oh, verdammt. Ah, Mist, da war auch nämlich gerade die Folge zu Ende sozusagen. Und jetzt muss ich leider hier nochmal die Wache erledigen. So, die hätten wir dann mal eben erledigt. Und dann sag ich auch an dieser Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal.